bin quasi ein typischer Held der Arbeit. 12 Uhr Mittagspause, eine Stunde. Dann nochmal arbeiten bis um 7, manchmal auch 8. Mein bester Freund ist derzeit eine Kaffeemaschine. Aber schon mal daran gedacht, schwul zu werden, dann wäre ich nicht immer der Fußabtreter für die Frauen. Arbeiten, essen, schlafen. Ich verstehe. Ihr Glas ist also halb leer. Wenn überhaupt. Schildern Sie bitte doch erst einmal den genauen Tathergang und wie es überhaupt dazu gekommen ist. Gut, alles fing damit an, dass ich einen Bericht für meinen Chef schreiben sollte. Berger, Sie sind faul, inkompetent und völlig nutzlos für diesen Betrieb. Aber betrachten Sie sich als gefeuert. Was kosten denn die? 8 Euro. Da, das passt. Ja. Berti, was du brauchst, ist ein grundsolides Konzept. Kombination ist das A und O. Und so jemanden schenken Sie Ihre Aufmerksamkeit. Ja, was glauben denn Sie? Was ich denke, das behalte ich lieber für mich. Wie geht's denn jetzt weiter? Soll ich jetzt erhängt oder erschossen eintragen? Weder noch. Ja, wie jetzt? Der Schuss hat den Strick durchtrennt. Ertrunken sind's also auch nicht. Ja, haben dann wenigstens die Pillenwirkung gezeigt. Ich weiß nicht, ob es die Aufregung oder das Abwasser war. Okay, du hast gewonnen. Ich mach weiter. Also bitte, irgendwie sind's doch hierher gekommen. Na ja, wir haben Mai. Da wird es in der Nacht noch ziemlich kalt bei uns. Also Leute wie Sie halten meinen Beruf immer wieder amüsant. Und? Wie geht's jetzt weiter? Nochmal. Wie nochmal? Alles auf Anfang. Alles das nochmal? Das liegt ganz bei Ihnen. Sie wollen mich ja wohl verarschen. Wenn Sie glauben, ich mache den ganzen Scheiß nochmal, dann haben Sie sich aber gewaltig geschnitten. Ich werde mich beschweren. Glückwunsch, das ist ein Junge. I heard the news this morning.
Sinn.